Na, das läuft doch fantastisch, läuft das doch. Also hier schön am Kupfersee auf F1 Karpfen. Gerade frisch aus dem Stream, direkt rein ins Video, weil es halt im Moment so gut läuft. Alter, was haben wir denn hier noch? Der erste Schuppenkarpfen. Na, der darf auch mal rein. Nach jetzt mittlerweile, was waren es, 45 Minuten. Also, es läuft. Ich bin übelst zufrieden hier mit der Stelle. Der Kescher, bam, sieht auch schon richtig gut aus. Also, alleine das jetzt hier schon über, oder sagen wir mal, um die 700 Silber in gut 50 Minuten jetzt hier. Ein bisschen, ja, oben ein bisschen Zeit hatten wir ja jetzt gerade schon verstrichen. Also, das sieht schon richtig gut aus. Kann man machen. Und es läuft weiter und das auch mitten in der Nacht. Und das ist natürlich auch immer ein ganz gutes Zeichen, dass dann die Fische eben konstant weiterlaufen, auch nachts. Das wollen wir so. Bam, 2,9. Der nächste F1. Also in verschiedenen Größen. Was machen wir hier? Das gucken wir uns natürlich gleich alles im Detail an. Ich habe jetzt hier verschiedene Köderkombinationen probiert. Schauen wir uns alles gleich im Detail an. Als erstes gehen wir natürlich wieder die ganzen Basics durch. Also, wo sind wir hier? Wie sieht das Setup aus? Und dann gehen wir in die Köder und ganz wichtig, in die Futtermische. Und jetzt gleich verwenden wir auch die Futtermische wieder. Ich habe die jetzt vorhin runtergenommen. Jetzt gleich so gegen 4 Uhr morgens hauen wir wieder ein bisschen Futtermische rein, damit eben die Morgenstunden richtig schön wieder angefüttert werden. Und da kann dann wieder Action passieren. Also, fangen wir als erstes an. Spot. Ja, und das ist natürlich pretty simple, direkt hier im Eingangsbereich. Also wir müssen gar nicht weit laufen. Man spawnt ja hier oben. Wir laufen ein kleines Stückchen runter und sind sofort hier schon an dem Spot. Gleich beim Tageslicht sehen wir auch so ein bisschen da drüben die Bäume, wo man so ungefähr hinwirft. 61,53 war auch in den letzten Tagen schon viel immer wieder im Discord zu sehen. Es wurde schon einiges rausgezogen. Was natürlich hauptsächlich hier verwendet wurde in letzter Zeit, war einfach nur Maiskorn und Sahne sozusagen. Ne? Also Sahne, Maiskorn. Jawohl, nehmen wir auch mit. Und das ist mir einfach ein bisschen zu wenig. Also einfach nur auf Maiskorn, ja, kann man machen. Aber ich habe einfach den Eindruck, dass am Kupfersee sehr gut die sinkenden Boilies funktionieren. Also klassische Haarmontage, sinkende Boilies und Pellets, dass das einfach sehr gut funktioniert. Und dementsprechend bin ich häufig eben auch mit diesen sinkenden Boilies unterwegs. Eine meiner liebsten Kombis und Köderkombis sind eben auch diese Soluble Boilies. Also das schauen wir uns gleich noch an. Gucken wir mal als erstes das Setup an. Ja, was soll man da sagen? Wie immer, schön hier entspannt mit der Feeder-Route, mit der Royal Feeder immer noch unterwegs mit plus 10% aufs Grundangeln, damit wir nochmal ein bisschen mehr Masse und nochmal mehr maßige Fische bekommen. Das wollen wir. Und ja, also ganz normales, feines Setup. Ich verwende fast ausschließlich 13,6er oder 13 Kilo Vorfächer. Also mein gesamtes Setup ist in der Regel auf 13 Kilo ausgelegt. Diese ganzen 18 Kilo Sachen hier sind mir frequenzmäßig ein bisschen zu wenig. Also ich hatte deutlich weniger Frequenz immer wieder bei den 18 Kilo Vorfächern. Habe das jetzt aber auch schon länger nicht wieder probiert. Vielleicht müsste ich das mal wieder testen. Aber nach wie vor bin ich ganz zufrieden noch mit 13 Kilo. Auch da hatte ich ja meine Trophy drauf, Dinkelsbühler Zeilkarpfen, schön auf 13 Kilo, funktioniert also alles ganz gut. Also das ist hier die Kombi, schön mit einer Mono mit, oder hier mit einer Nylonschnur sogar, strapazierfähig, die Evia drauf und hier mit 17 Kilo ist sie natürlich ja, überhaupt nicht belastet sozusagen, wenn man hier mit einem 13 Kilo Vorfach unterwegs ist. Ja, so sieht's aus, Einser Haken und dann raus damit und das Ganze werfen wir hier dann raus eben auf 15 Meter. 15 Meter weit der Clip. Und hier zuppelt es auch schon die ganze Zeit. Ist er denn schon dran? Oder ist er noch nicht dran? Nee, er zuppelt noch. Hat sich noch nicht so ganz entschieden. Na, dann gucken wir jetzt noch mal schnell in die Köder rein.
Also, drei verschiedene Köderkombis jetzt gerade im Einsatz. Sahne Pellets 14 und Sahne Soluble, also diese auflösenden Boilies. Schön als Boilie- und Pellet-Kombination, schön mit Sahne, raus damit. Das Ganze jetzt gleich natürlich auch mit dem passenden Futter. Da gucken wir natürlich auch gleich rein. Das muss natürlich auch dazu abgestimmt sein. Zack, der nächste. Und wenn wir schon mal dabei sind. So, da piept es auch schon weiter. Sahne Kupfer, hier ist es. Hier ist jetzt die Kombination. Süße Sahne Pellets mit Neutral Boilie funktioniert auch richtig gut. Neutraler Boilie 15, auch hier auf Sahne und Pellets. Also auch das bietet richtig viele F1-Karpfen. Gar nicht verkehrt. Schnell jetzt hier mit der Futtermische wieder raus. Und hier geht es auch los. Also alle drei, sehr schön. Sehr schön. Dann nehmen wir den hier eben. Und die in der Mitte. Na doch, jetzt ist er. Jetzt ist er dran, jawohl. Und der nächste. Also F1 satt. F1 satt. Also hier läuft das gerade richtig, richtig krass mit dem F1. Zack, auf 15 Meter wieder. Raus damit. Und die dritte Kombi, jawohl. Immer wieder natürlich auch zwischendurch was Großes drin. Wir gucken gleich nochmal ein bisschen detaillierter ins... Ja, und eigentlich suche ich die Schleien auch, ne? Kwolsdorfski-Schleie. Wäre schon nice, ey. Mehr Schleie. Also, dritte Kombi. Hier ist sie. Mal eben kurz das PVA wieder dran machen, die Futtermische. Das ist eine Kombi, die auch gut funktioniert hat jetzt. Vorher hatte ich noch probiert mit süßen Mais als Kombi. Süße Mais-Pellets, das war nicht so gut. Da gab es irgendwie gar keinen Biss drauf. Aber jetzt hier mit einem 8er Amino, einfach nur so ein ganz kleiner Kick Amino noch mit rein, Aminosäuren, und dann triggert das auch nochmal richtig gut. Also die kleinen 8er Pellets Amino, 14er Sahne dazu und auch hier natürlich wieder raus. Zack, auf die 15 Meter und ja, jetzt sieht man es natürlich tagsüber richtig gut. Also ganz simpel geradeaus hier auf diesen Baum quasi zugeworfen oder quasi hier den anderen Anleger gegenüber geradeaus raus. Und gib ihm. Und es geht weiter. Ja, nach wie vor, wie gerade schon gesagt, die beste Kombi. Alter, wie das aussieht, ne? Wie das aussieht. Komplett hier. Alles auf F1. Das sieht richtig gut aus. Einen vorhin schon verkauft im Café. Hier haben wir die Kombi. Süße Sahne Pellets 14 und Soluble sinkender Boilie auflösend. Also, das ist richtig gut. Das triggert hart. Und jetzt gucken wir natürlich auch nochmal in die Futtermische gleich rein. Denn da sind dann auch die Soluble Boilies mit drin verwendet. Na, und es geht weiter mit den Schleien auf einmal. Sehr gut. Gerade war es übrigens wettermäßig. Wir hatten 23 Grad Tagesdurchschnitt. Es war relativ sonnig. Okay, der hat ein bisschen Bock. Und jetzt haben wir Regenwetter. Und es kommen ein bisschen mehr Schleien. Ob die Schleien auf Regenwetter stehen? Das wäre natürlich ein Ding. Oh, der hat ein bisschen Bock. Oha. Der geht mehr rein. Der geht mehr rein als gerade der. Was war's? 15, 16 Kilo. Dinkel, Dinkel, Dinkel. Wo ist er? Da unten 11? Ne, 11. Da, 16. 16 Kilo. Der ging nicht so ab. Der hier, der hat mehr Power. Das ist ja ein Ding. Jetzt bin ich gespannt. Sehr angenehm. Nehme ich natürlich gerne mit. Nochmal so schön. Böse. Nochmal hart in den Drill. Und das hier auf der Kombi mit Sahne und Boilie neutral und Sahne Dip. Ja, das passt doch gut, ey. So, dem lassen wir jetzt ein bisschen Zeit und dann gucken wir gleich mal, was da passiert. 5 Minuten sind vergangen und er schwimmt gerade nicht mehr so wirklich viel hin und her, aber er steht auch noch schwer im Wasser und lässt sich so langsam ranklickern hier.
Eieieiei. Ja, das ist krass. Das Schöne ist aber auch, gerade hier am Kupfersee machen solche kleinen Drills auch einfach Bock, ne? Also, richtig, richtig nice. Man muss hier wirklich kämpfen, als ob es ein Riesenfisch ist. Für Setup ist es natürlich auch ein großer Fisch. Also, wenn man hier mit 13 Kilo unterwegs ist, ist es natürlich auch ein dicker Brocken. Und man könnte natürlich noch kleiner reingehen. Das wäre es natürlich. Hier schön mit einer 3000er Rolle. Wird kaum den Unterschied machen. Mit einer P-Series zum Beispiel könnte man das, glaube ich, ganz gut machen. 16 Kilo hat die. Und da ich ja eh nur mit 13 Kilo unterwegs bin. Na, einen Spiegel einfach, ne? Einen Spiegel. Aber ich glaube, der ist nicht groß genug. Mitte 20 wird er nicht haben, oder? Nee. Ich bin gespannt. Ja, und die anderen Routen sind natürlich auch noch da. Alter. Komm ran hier. So. 20, 22, 15 sogar nur. Pah, die Dinger, ey. Was die Action machen. Krass. Krass, krass, krass. So, jetzt aber schnell wieder raus mit dem, hoppala, schnell wieder raus mit dem Setup und weitermachen. Noch einmal Futtermische raus. Zack, und mal eben gucken. Wie sieht's hier aus? Okay, da ist nichts. War da was drauf? Mal eben gucken, wo liegt das so? Ja, da war was drauf. Das liegt irgendwie hier vorne. Futtermische wieder runternehmen. Und wieder raus damit, mit dem Amino. So. Zack. Und rausziehen. Also, ihr seht, Action auf jeden Fall hier an dem Spot kann man machen. Okay, haben wir verscheucht. Jetzt gucken wir gerade nochmal eben in den Kescher rein, was das Ganze denn jetzt hier so gebracht hat. Mann, 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 nach diesem Monster-Drill. Ist der zufällig auch noch im Café drinne? Nee. Aber die hier? Nee, 11 Kilo habe ich nicht. Sehr schön. Also, Kwolsdorfki Schleie ist drin. Würde ich natürlich auch gerne mitnehmen. Vielleicht ballert sie noch rein. Und wir schauen mal eben hier jetzt in den Fischmarkt. Kurz nach der Fangzeit mal eben kurz gucken. Ja, eine Stunde. Eine Stunde und 8 Minuten. Ja gut, jetzt hatten wir gerade den Drill ziemlich genau von 8 Minuten. Also, insgesamt haben wir also 800 plus Kaffeeauftrag abgegeben. Also über 900 Silber in einer Stunde an diesem Spot alleine mit diesen ganzen F1 Karpfen. Da kann man gut mit Cash machen. Also ihr Lümmels, ran hier an den Spot, Cash machen, rausziehen die Brocken, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Ich glaube, dann haben wir alles, oder? Bis zum nächsten Mal und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags immer live auf Twitch. Bis dahin, Petri.